So, wir kommen zum Albert Anker. Meine Damen und Herren, wir haben es mit zwei ungleichen Verwandten zu tun. Der Gotthelf und der Anker. Der Anker war ein Seeländer, kein Emmentaler. Aber er hat eine sehr enge Beziehung zum Emmental. Leider keine schöne. Es ist nämlich so gegangen, der Neuenburger Verleger, der Zand, hat über den mächtigen Schriftsteller Jeremias Gotthelf, den man im ganzen deutschen Raum hochgesetzt hat, eine Prachtsausgabe gemacht. Goldschnitt. Wunderbare hat die Sammlung. Das ist eine wunderbare Ausgabe. Und dann hat er gesagt, damit ich die gut verkaufen kann, muss der bekannteste und berühmteste Schweizer Maler die illustrieren. Und ist zum Anker und hat gesagt, du die illustrieren. Und der Anker hat nicht wollen. Er hat gesagt, ich kann das nicht. Ich bin kein Illustrator. Das kann ich nicht. Der Gotthelf kann auch nicht dem anderen sein Zeug illustrieren. Der ist auch nur sich selber und ich auch. Der Zahn hat nicht Luft gelassen. Er hat ihm gesagt, und nicht will ich schicken, dann fängt dort die Anzahlung. Er hat ihm 3000 Steine geschickt. Das war sehr viel Geld. Der Anker hat uns wieder zurückgeschickt. Ich kann es nicht. Dann ist der Zahn zum Bundesrat Karl Schenk gegangen und gesagt, du musst auf den los. Dann ist da der Landesvater gekommen und gesagt zum Anker, schäm dich, wenn du das nicht machst. Das geht nicht, dass du als schweizerischer Maler, der grosse, mächtige Schriftsteller, Gotthelf, nicht illustrierst. Der Beste, der das macht. Und der Anker hat leider nachgegeben und ist dran an. Und darum war er vielmal im Memmental, während der Woche jedes Jahr. Er zeichnet dieses Garnet, die Hügel, Baumkronen, Inneres und Äußeres der Häuser, die Leute und so weiter. Aber er hat immer gemerkt, ich bin im Gotthelf nicht gewachsen. Er hat einmal eine Frau geschrieben, was soll ich eigentlich anfangen mit diesem Goliath von Lützelflü? Der Anker war ein Ölmaler, aber er hat es wieder Gotthelf mit den Menschen zu tun gehabt. Das Porträt steht in meiner Sammlung im Vordergrund. Bildnis eines Mädchens zum Beispiel. Schauen Sie ihn gut an. Der Mensch steht im Vordergrund. Das Mädchen hat keinen Namen. Am Anker seine Kinder, die er malt, auch seine Erwachsenen, haben keinen Namen. Er hat schon gewusst, warum. Er hat gesagt, die würde ich nicht, weil sie einen Namen haben, sondern die würde ich als Mensch, das ist gleich, weil die heissen. Bildnis eines Mädchens. Der Anker hat interessiert das, was der Mensch nicht dafür kann, dass er etwas ist. Das ist ja das meiste. Wer kann das Mädchen etwas dafür, dass es geboren ist? Kann das etwas dafür, dass es so ausgewachsen ist? Hat das etwas dafür, dass es so schön ist? Der Mensch steht im Vordergrund. Auch der Anker war wie der Gotthelf ein Realist. Darum sind die Leute, die den Anker anschauen, sie haben ja draussen dann eine Möglichkeit, das Originalwerk vom Anker anzuschauen, die sind immer ergriffen und betroffen von der Schönheit. Der Anker hat gesagt, ich zeige die Realität, weil der Mensch ist nämlich in Wirklichkeit nie verloren. Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Und ich zeige euch, wie der Mensch ist, ohne dass er etwas dafür hat. Ich erlebe ja oft, dass mir Seeländer schreiben, sie glauben, dass ich selben Bild, wo heisst Mädchen mit Halskraus oder strickendes Mädchen, das war meine Urgroßmutter, die wahrscheinlich dort Modell gesessen ist. Dann schreibe ich immer, wissen Sie, der Anker hat schon gewusst, warum er keinen Namen angeschrieben hat. Und der Maler hat man wollen für Anker-Illustrationen. Und der Anker hat es gemacht, weil er nicht Kraft gab, zum Nein sagen.
Der ist er ins Emmental. Nur schwarz-weiß ist in Frage, das ist ihm sowieso nicht zu gelegen. Und zweitens, etwas machen, das der Gotthelf beschreibt, das war ihm zuwider. Nichtsdestotrotz, es sind schöne Sachen, die hier liegen. Schauen Sie mal das Bild an. Strickende alte Frau mit Kind im Hof. Da sehen Sie die Botschaft vom Anker. Verfallene Gasse, es regnet bereits hier beim Dach. Arme, elende Verhältnisse. Großmutter, die dort in dieser Gasse auf einem Stein hockt und lismet. Und nebendran das kleine Enkeli. Man sieht es, auch wenn es nur mit Bleistift ist. Helfer genügt im Lismerkörbli von der Großmutter Kramen. Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Und das Bild war wahrscheinlich dann auch die Grundlage. Das hätte er nicht können brauchen für den Gotthelf, weil die Szene kommt nicht vor. Aber im Durchschnitt dem Brandweinsäufer kommt eine andere vor, nämlich die Beschreibung der Kinder. Der Durchschnitt der Brandweinsäufer, das ist ja der Vater, der sauft, der das Geld verhunert, der die Familie vernachlässigt. Der Anker hat den beschrieben. Und die Mutter allein lässt, mit den drei Kindern. Aber auch der Anker hat geschrieben, das steht unter dem Bild. Durchlis Kinder waren lernsam und leichtfassend und heiterer Art. Sie sehen, schöne Strukturen. Und darum hat er die Kinder in einer armseligen Gasse gezeichnet. Und das hat dann den Eingang gefunden in Durchschnitt dem Brandweinsäufer. Der Gotthelf und der Anker sind im Wesenszug ähnlich gewesen, wenn auch ganz verschiedene Typen. Der Mensch hat eine Bedeutung, aber in jedem Mensch sieht man auch die Wunderbarkeit vom Ganzen. Siehe, die Erde ist nicht verdammt beim Anker und beim Gotthelf und immer führen am Schluss geht immer wieder ein Türli auf. Aus der Emmentaler Zeit gibt es dann auch schöne Zeichnungen hier aus dem Emmental, die Örtlichkeiten. Zum Beispiel Gür de Lützelflüe. Das ist das Pfarrhaus von Lützelflüe. Da bin ich besonders stolz, dass ich diese Zeichnung habe. Weil der, der es kaufen wollte, den habe ich gar nicht mögen. Da habe ich gedacht, ich zahle einen höheren Preis, nur dass er es nicht überkommt. Ja, Schadenfreude gehört jeder Kunstsammler auch dazu. Aber es ist auch wirklich eine schöne Zeichnung. Oder, wo die Örtlichkeit auch erkennbar ist, Kirchberg, nämlich in der Michelsbrautschau, das Osterfest von Kirchberg, das hat der Anker Papier gebracht. Oder das Hünigerhaus, Sie wissen vielleicht, wo das ist, ich weiß es nicht. Links unten hat der Anne geschrieben, weil er es aus dem Gotthelf hat. 8 Kästen, jeder zu 150 Mäß Korn in Hünigerhaus. Sie sehen, er hat sich mit dem Emmental befasst. Aber er hat auch aktuelle Geschehen aus dem Gotthelf das Papier gebracht. Da schwarz-weiß, Aquarell, Sepia-Aquarell. Der Dieb, das kommt aus Freuden und Leiden eines Schulmeisters vom Bub, der Bier gestohlen hat. Vater verwünscht hat und dann der Bub verfolgt und der Bub sagt, das hat der Anker unten angeschrieben. Der Vater lief mir nach bis in den Baumgarten, hoch und teuer sich verfluchend, er erwürge mich, sobald er mich in die Hände kriege. Das hat der Gotthelf Papier gebracht, dann auch erschienen. Oder wieder aus dem Durchschnitt der Brandweinsäufer hat der Mutter mit dem Kind illustriert. Da merken Sie typisch den Anker. Es ist ja furchtbar, was der Vater abgelassen hat. Aber eine Mutter ist da und die Kinder sind da. Und das kommt gut. In diesem Tiefpunkt hat der Anker die Stelle genommen vom Gotthelf. Wenn dann kein Vater kommen wollte, so betete mit den weinenden Kindern die weinende Mutter zum himmlischen Vater. Beim Anker und beim Gotthelf spielt der Tod keine nebensächliche Rolle.
Also die von der Anker, da hat wieder einer so einen Trottel etwas geschrieben in einer Zeitung da. Ja, der Anker, der hat sich nur mit der heilen Welt befasst. Der hat gar nicht den Anker angeschaut, der kommt gar nicht raus. Er hat den Tod thematisiert. Man kann es einmal anschauen. Das ist Hans Jockeli, der Erbvetter. Das ist eine Illustrationsvorlage zu der Gotthelf-Novelle. Da hat der Anker dargestellt, der Tod im Bett, die Trauernden und die Teilnahme. Und das ist beim Anker auch ein Thema gewesen. Er hat nicht nur freudige Menschen gemalt, obwohl er das Öl ja im Mittelpunkt gehabt hat, hat er da für den Anker, für den Gotthelf müssen Zeichnungen machen. Das ist für ihn nicht gut rausgekommen. Wenn er den Hans Jockeli, der Erbvetter, da malt, hat er auch Menschen, die in Trübsal sind, in der Trauer sind, gemalt. Zum Beispiel im Bild vorn übergeneigtes Mädchen nach rechts. Sie sehen, der Anker sagt nicht, was es mit dem zu tun hat. Schlaft es? Ist sie betrübt? Ist sie krank? Trauert sie? Oder ist es wie früher, ein früherer Besitzer von diesem Bild, wo es meiner Sammlung ist, aber früher hat es jemand anderes gehabt, der hat darunter geschrieben, eine Trinkerin? Fragezeichen. Der Anker hat schon gewusst, warum er das sein lässt. Die Frau vom Anker hat geschrieben, Anker nimmt das Schicksal des Menschen in den Leiden und Widerwärtigkeiten des Erdenlebens sehr, sehr ernst. Das hat die Mutter, also die Frau vom Anker, der Tochter geschrieben. Er malt den Menschen, der die Härte des Lebens besteht. Er verkündet nicht das Ideal eines von Arbeit, Mühsal, Entsagung, Schmerz und Leid befreiten Lebens, sondern die Wirklichkeit. Und so ist es auch. Er malt aber die Hoffnung, dass der Mensch das besteht. Das darf ja am Jahresende hervorgehoben werden. Und wo er es gemeldet, Vervollständigkeit, hat er geschrieben, ich wollte gerade darunter schreiben, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Aber er hat auch Sinn gehabt für die Schöne und für die Fülle vom Leben. Schauen Sie das berühmte Bild an, der Knabe im Heu. Wunderbares Bild. Auch künstlerisch, handwerklich, auch in der Farbe. Er liegt aber auf dem Heu. Heu ist ja verdorrtes Gras. Und er liegt auf dem Heu. Schauen Sie, wenn er den Arm selbstbewusst ins Leben rausstreckt. Schauen Sie die Farbkombinationen. Aber wenn Sie es lang anschauen, schauen Sie mal den linken Arm an. Mit dem ist etwas los. Ist der Arm abgestorben? Oder nicht? Das ist bewusst vom Anker immer zeigen. Pracht und Grossartigkeit ist da. Zu ziemlicher Sicherheit ist der Bube im Verlied. Aber siehe, die Welt ist nicht verdammt. Ist doch wunderbar. Und da kommt ein Journalist und sagt, ja, der hat nur so bildlich gefallen, von den Leuten gefällt. Oh, wenn doch jeder Schreiberling auch müsste in die Schule. Meine Damen und Herren, aber der Anker hat nicht nur das Lebensgefühl wie in diesem wunderbaren Bild da, zeige es nochmal geschwind da vom Bub im Heu. Nicht nur der Pracht hat er gemalt, er hat auch gewusst, zum Leben gehört der Tod, zum Freude gehört das Leid. Er hat kranke Leute gemalt, wie zum Beispiel das Bild krankes Mädchen, ein Kind mit sehr hohem Fieber. Und dazumal hat das Kind mit hohem Fieber in der aller Regel geheißen, es stirbt. Das ist nicht wie heute, wo man so viele Mittel hat, wo es sowieso recht rauskommt. Es kann wieder gesund werden, aber es kann auch sterben. Auch das hat der Anker nicht ausklammert. Er hat aber gewusst, es kann auch gesund werden. Darum hat er auch die Genesenden gemalt.
da, das Mädchen, ist die Genesende, es wird gesund. Schaut den Kleinen an, wo er nur schaut, sind das Bild Kind, wo bereits mit der Babystube kann spielen kann, im Bett. Man merkt, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Auch erwachsene Leute hat er gemalt, die gesund werden. Wunderbares Bild, die Genesende, das heisst auch die Genesende. Merken Sie nicht einen Namen. Schauen Sie mal, wie die Frau da sitzt, wie das Licht auf die Person fällt, zum Fenster rein. Unglaubliche Farbenpracht. Ein Bild, das ist der Vorteil, wenn man Sammler ist. Die hängen ja bei mir alle zuhause. Kann ich jeden Tag anschauen. Die werden einem jeden Tag lieber. Ankerbilder werden einem nicht langweilig. Im Gegenteil, es packt einem immer mehr. Das ist nicht mit allen so. Ich bin auch Hodler-Sammler. Hodler sind wunderbare Personen, die können sie nicht lange aufhängen. Also der Holzfäller, oder? Hodler sind Personen, sind alles Helden. Der Holzfäller wird gemalt, zauberst gerade in der grössten Kraftanstrengung. Den können Sie einfach nicht 5 Monate lang anschauen. Da kommen Sie Minderwertigkeitskomplex über. Das ist bei manchen anders, die Genesenden. Aber er hat eben gemerkt, aus der Krankheit geht nicht nur das Gesundwerden hervor, sondern auch der Tod. Und der Anker hat mit dem Tod zu tun gehabt. Er hat seine Mutter sehr früh verloren. Er hat alle seine Geschwister verloren. Er hat von seinen 6 Kindern 2 Buben verloren, die ihn unglaublich geplagt haben. Aber er war ein Maler, darum hat er gemalt, ruhe die Anker auf dem Totenbett. Da hat es jetzt einen Namen bei seinen eigenen Kindern, hat er den Namen angetan. Schauen Sie mal das Bild an. Der Tod hat den Anker so geplagt, dass er ein ganzes Jahr nicht mehr malen konnte. Das hat bei dem Maler etwas geheißen, wo er von Morgen bis zur Nacht nur gemalt hat. Seine Frau hat geschumpfen, wegen einfach nie zum Atelier ausgebracht. Das Einzige, was sie machen konnte, dass er endlich rausgekommen sei, sie war, wenn sie ein Kind geschickt hat und auf den Stegen gerufen hat, es gibt Schokolade-Creme, dann sei er sofort gekommen. Und das hat ihn so gemalt. Darum, das mögen Sie jetzt hier nicht sehen, links oben hat er eingekreidet mit einem Stift. Liebe, du liebe, liebe Rudeli. Aber schauen Sie das Bild an. Das Bild ist von einer unerträglichen Schönheit. Alles glänzt aus Gesicht. Der Bub ist nicht schlafend, sondern er ist entschlafen. Aber im Ganzen hat man auch das Gefühl, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Ich habe das Bild lange in meinem Studierzimmer aufgehängt. Jetzt habe ich es nicht mehr, weil meine Frau gesagt hat, ich kann nicht mehr herkommen. Das ist furchtbar. Immer beelendet mich das, das 2-jährige tote Bübli. Ich habe Verständnis dafür. Aber es ist ein totes, aber aufgehoben. Er hat den 2. Sohn verloren. Der Emil Anker mit 1-jährig. Auch der hat er eine Bleistiftzeichnung gemacht. Also für die, die sagen, der zeichne da einfach ein schönes Licht. Der Anker hat gewusst, die Facetten vom Leben. Und das hat er parallel gehabt mit dem Gotthelf. Oder das kleine Bild, die kleine Freundin. Ein wunderbares Bild. Das ist ein Trauerbesuch. Der Anker hat dargestellt, für das, wo man nichts dafür kann. Ihm hat das gefallen. Wie geht jemand um mit dem Tod, der die Mutter verloren hat? Das ist das schwarz angelegte Kind. Der weiss nicht, wie man sich benimmt, wenn jemand stirbt. Das hat einen ehrlichen, direkten Ausdruck. Schauen Sie die Bauchstellung an, typisch von dem Kind. Schauen Sie jetzt hier nicht sehen. Ein bisschen der leere Blick, der Kopf gesenkt. Und dann das Kleine, das ihm geht, kondolieren. Das hat nicht gelernt, wie man kondoliert. Das lügt nicht wie an einer Abdankung. Oder? Das ist das Gegenteil. Die Augen. Das sieht man natürlich marginal schöner. Im rechten Hand ein Ehrensträusschen. Es sagt nichts.
aber das ist ein Kondolenzbesuch. Ist lange mein Lieblingsbild gewesen, das da. Ich musste dem einen anderen Sammler, der das Bild hatte, habe ich eines von meinen anderen Lieblingsbildern gegeben, nämlich Seppi Mareili, ist ja ein berühmtes Bild. Aber er hat gesagt, nimm das, ich will das, weil das ist noch ein Stück tiefer. Ohne Wort sagt das Bild mehr zu der ungekünstelten Anteilnahme. Jetzt begreifen Sie, wenn Sie das Öl sind und der Anker seine Zeichnungen, der Anker ist es wieder gewesen. Nicht, weil er etwas gegen den Gotthelf gehabt, nicht, weil er etwas gegen Semmental gesehen hat, aber er ist ihm nicht gewachsen gewesen. Darum hat er nach zwei Bänden, das Ganze hat 12, nach zwei Bänden den Battle angekriegt und gesagt, jetzt ist fertig. Der Bundesrat ist wieder auf ihn zugekommen und dann hat er dem einen Brief geschrieben. Das war der letzte gewesen. Hochgeachteter Herr, das war eben der Bundesrat Schenk, die Gaben sind verschiedene auf der Welt. Wir lernten schon im Katechismus in Neuenburg, Jesus a donné les uns pour être prophète, les autres pour être évangéliste, les autres pour être pasteur et docteur. Also ich habe auch schon gelernt, der Heiland hat gesagt, die einen sind Propheten, die anderen sind Evangelisten und die dritten sind Pfarrer oder Töchter. Aber ich bin auf jeden Fall kein Illustrator. Von dem steht auch nichts da drin. Ich habe nichts von dem, was zur richtigen Illustration nötig ist, was mir diese Zeichnungen für den Schulmeister, meine Freuden und Leiden eines Schulmeisters, was ich mir für diese Zeichnungen für Mühe gab mit schlaflosen Nächten, ist nicht auszusprechen. Ich ging mit Widerwillen daran und nach ist es zum wahren Ekel geworden. Und in unserem Fach muss man das betreiben, was man kann. Ich fürchte immer, meine Arbeit gebe eine Blamage. Was ich gemacht habe, gefällt mir nicht. Und obwohl einige Stücke nicht schlecht sind, weiß ich, dass es dem Jeremias nicht adäquat ist. Und von dort weg hat er nichts mehr gemacht, obwohl er eigentlich gemäß Vertrag hätte müssen. Und ist wieder seiner Malerei nachgegangen. Zum Glück. Manche seiner Lieblingsthemen waren, wie beim Gotthelf auch, Kind. Er war übrigens auch für die Schulpflicht. Er war auch in der Schulbehörde in Insteranker. Er hatte also die gleichen Sachen gehabt, darum hat er auch Kind gemalt. Das ist jetzt seine Tochter Marie. Und Sie merken, Sie können dann schauen, am Anker seine Kinder lachen praktisch nie. Es gibt ganz wenig Ausnahmen, wenn es ein Tier oder ein kleines Kind auf der Schiene, dass sie ein bisschen lächelt, aber sonst sind die Kinder ernst. Aber nicht bösartig. Ernst. Und wer Kind beobachtet, weiß auch, Kinder lachen gar nicht immer, wenn sie etwas machen. Also das, was man hier in der Fotografie immer sagen muss, sagen Cheese, muss Cheese sagen, das ist eigentlich nicht so natürlich. Vor allem das Kind arbeitet ja sehr konzentriert. Und, aber sie sind wegen dem lieblich. Kaum hat er die Sache abgebrochen beim Gotthelf, hat er mit den Gotthelf-Illustrationen 1901 einen Hirnschlag gehabt. Und der Anker war gelähmt rechts. Das ist für einen Maler natürlich etwas Furchtbares, oder? Er konnte nicht mehr Öl malen. Aber, wenn er wieder konnte, ist der Pinsel eben für einen Wasserfarbpinsel, weil das leichter ist. Und dann hat er angefangen, Wasserfarbe zu malen. Aquarell. Und hat es in einer Meisterschaft hergebracht, wo man heute muss sagen, das klingt jetzt ein bisschen makaber, zum Glück hat er einen Hirnschlag gehabt. Sonst hätte er gar nie Aquarell gemalt. Hätte die Meisterschaft mit angebracht. Wasserfarbe ist ja viel schwerer als Öl. Weil Öl können sie immer wieder drüber malen. Beim Hotler habe ich ein Bild, der hat etwa 4, 5 Frauen übereinander. Zuerst war sie zu lang, dann hat er sie kürzer gemacht, dann dicker und so weiter. Das kannst du machen wie Müll. Aquarell ist fertig. Man kann es auch nicht restaurieren.
Aber hat er gesagt, ich kann malen, weil es leicht ist. Und hat Aquarell gemalt und er hat es zu einer unglaublichen Meisterschaft gebracht. Schauen Sie das Kind, das Bild an. Kartoffel, schälendes Mädchen. Das Bild gibt es auch ähnlich in Öl. Mir gefällt das Aquarell besser, feiner. Der Lichteinfall. Das Bild sehen Sie dort draussen im Original. Wenn Sie schauen, wird er natürlich noch viel schöner. Wenn ich sage, man muss eine froh sein, hat er den Hirnschlag gehabt. Das passt auch zum Anker. Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Auch der Hirnschlag hat eben etwas gut gehabt. Der Anker und der Gotthelf haben eine Parallele gehabt. Nämlich, sie haben die Arbeit und den Mensch sehr, sehr tief erfasst. Die Bedeutung der Arbeit im Positiven, Negativen, allem, haben sie erfasst. Die Arbeit war mehr als nur einfache Beschäftigung. Es ist Lebensinhalt bei beiden und Lebensvoraussetzung. Und für sie ist die biblische Verheißung im Vordergrund gestanden. Sowohl beim Gotthelf wie beim Anker. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Vor allem wirst du dein Brot essen. Weil das Wort theologisch falsch in dem Moralismus, wo natürlich die Bibel steckt, immer wieder missbraucht. Ich habe das untersuchen lassen. Ich komme aus einer Theologenfamilie, da habe ich Pfarrer, die Hebräisch können. Da habe ich gesagt, könnt ihr mal diese hebräische Übersetzung nehmen. Und tatsächlich, es heisst nicht quasi nur im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Es heisst auch nicht, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Sondern es ist eine Verheißung, wirst. Oder das Wort sollen hat ja, darum muss ich den Luther ein bisschen in Schutz nehmen, das Wort sollen hat ja in unserer Sprache verschiedene Bedeutungen. Also du sollst es dann gut haben, sagen wir auch. Das ist nicht ein Befehl, sondern eine Verheißung. Und wirst du dein Brot essen? Das hat der Anker wunderbar dargestellt. Eben auch im Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Schauen Sie das Aquarellbildli. Mädchen mit rotem Schultertuch und Brotleib. Das ist ein Aquarell. Das Kind in der Winterlandschaft mit dem Vierpfünder. Zu gross eigentlich für so schwer zum Heimtragen. Kein Händchen. Früht. Also musst du in der Mühsal. Aber, wenn Sie mal schauen, wie der Anker die Verheißung malt, wirst du dein Brot essen. Das ist doch ein wunderbares Bild. Das können Sie ja aufhängen und ewig anschauen. Da wird Ihnen nie langweilig, weil das ist so eine tiefe Verheißung. Oder hat es auch für einen Bub gemacht. Vom Dorfplatz von Ins ist das, auch im Winter. Zum Brot kommt jetzt noch die Milch. Merken Sie, wie das dazukommt? Die Jugend, die Arbeit, die Verheißung, beim Gotthelf wie beim Anker, klar sichtbar. Und beide sind aber Realisten. Sie sehen jetzt da außen ein paar Bilder. Ich habe extra die genommen mit Kind. Zum Beispiel zwei Kinder in der Winterlandschaft. Da geht es noch drüber aus. Vom Brot, von der Milch. Da kommen vom Posten. Schauen Sie es auch draußen an, die Kleider. Vernachlässigt, schon fast verwahrlost. Aber schauen Sie die Zuversicht von diesen Kindern an. Das ist ein tröstliches Bild. Heißt, lebt die Kommissionär. Der Anker ist ja in Neuenburg aufgewachsen, nach zwei Jahren, bis er nachher wieder zurück nach Ins ist, weil der Vater ist dort der Tierarzt gewesen, darum hat er viele Bilder, sind französisch angeschrieben, er hat auch französische Briefe geschrieben. Oder schauen Sie an, wenn es um die Schule geht, bei manchem Brustbild eines Knaben mit Bauch, sehen Sie auch draussen,
Schauen Sie denn die Ecken an, schauen Sie dem Bub seine Fingernägel an, diesen schwarzen Rändchen aus der Erde. Schauen Sie ihn auch an, wo die hinschauen. Der Anker hat einen Zwiespalt vom Kind und vom sich müssen mit dem Buch beschäftigen schon gekannt, aber wunderbar dargestellt. Schauen Sie an, auch draussen, strickendes Mädchen, Öl auf Leinwand. Der Anker hat das Kind gern zeichnet, wie sie sich beschäftigen, konzentriert. Da haben die Mädchen gelismet. Wunderbar in der Farbe, nur mit Braun und Schwarz und Hell. Oder eben kartoffelschälendes Mädchen, das ist das Letzte, wo draussen ist. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben gemerkt, hier in diesen 2 Stunden, wo man leider ein bisschen lang geredet, ich eigentlich nur 70 Minuten will, aber wenn Sie so gut zugelassen haben, habe ich ein bisschen überrissen. In diesen 2 Stunden als Semmental bietet. Kind. Aber auch der Anker hat geschrieben, das steht unter dem Bild. Durslis Kinder waren lernsam und leichtfassend und heiterer Art. Sie sehen, schöne Strukturen. Und darum hat er die Kinder in einer armseligen Gasse gezeichnet. Und das hat dann den Eingang gefunden in Dursli, dem Brandweinsäufer. Der Gotthelf und der Anker sind im Wesenszug ähnlich gewesen, wenn auch ganz verschiedene Typen. Der Mensch hat eine Bedeutung, aber in jedem Mensch sieht man auch die Wunderbarkeit vom Ganzen. Siehe, die Erde ist nicht verdammt beim Anker und beim Gotthelf und immer führen am Schluss geht immer wieder ein Türchen auf. Aus der Emmentaler Zeit gibt es dann auch schöne Zeichnungen hier aus dem Emmental, die Örtlichkeiten. Zum Beispiel Gür de Lützelflüe. Das ist das Pfarrhaus von Lützelflüe. Da bin ich besonders stolz, dass ich diese Zeichnung habe. Weil der, der es kaufen wollte, den habe ich gar nicht mögen. Da habe ich gedacht, ich zahle ein bisschen höheren Preis, nur dass er es nicht überkommt. Ja, Schadenfreude gehört jeder Kunstsammler auch dazu. Aber es ist auch wirklich eine schöne Zeichnung. Oder, wo die Örtlichkeit auch erkennbar ist, Kirchberg, nämlich in der Michelsbrautschau, das Osterfest von Kirchberg, das hat der Anker Papier gebracht. Oder das Hünigerhaus, Sie wissen vielleicht, wo das ist, ich weiß es nicht. Links unten hat der Anne geschrieben, weil er es aus dem Gotthelf hat. 8 Kästen, jeder zu 150 Mäß Korn in Hünigerhaus. Sie sehen, er hat sich mit dem Emmental befasst. Aber er hat auch aktuelle Geschehen aus dem Gotthelf das Papier gebracht. Da schwarz-weiß, Aquarell, Sepia-Aquarell. Der Dieb, das kommt aus Freuden und Leiden eines Schulmeisters vom Bub, wo Bier gestohlen hat. Vater verwünscht hat und dann der Bub verfolgt und der Bub sagt, das hat der Anker unten angeschrieben. Der Vater lief mir nach bis in den Baumgarten, hoch und teuer sich verfluchend. Er erwürge mich, sobald er mich in die Hände kriege. Das hat der Gotthelf Papier gebracht, den auch erschienen. Oder wieder aus dem Dursli der Brandweinsäufer, hat der Mutter mit dem Kind illustriert. Da merken Sie typisch den Anker. Es ist auch vor, keine nebensächliche Rolle. Also die, wo der Anker, da hat wieder einer so einen Trottel etwas geschrieben in einer Zeitung da. Ja, der Anker, der hat sich nur mit der heilen Welt befasst. Der hat gar nicht den Anker angeschaut. Der kommt gar nicht raus. Er hat den Tod thematisiert. Wir können es dann mal anschauen. Das ist Hans Jockeli, der Erbvetter. Das ist eine Illustrationsvorlage zu der Gotthelf-Novelle. Da hat der Anker dargestellt,
der Tod im Bett, die Trauernde und die Teilnahme. Und das ist bei mancher auch ein Thema gewesen. Er hat nicht nur freudige Menschen gemalt, obwohl er das Öl ja im Mittelpunkt gehabt hat, hat er da für den Gotthelf müssen Zeichnungen machen. Das ist für ihn nicht gut rausgekommen. Wenn er den Hans Juckli, der Erbvetter, da malt, hat er auch Menschen, die in Trübsal sind, in der Trauer waren, gemalt. Zum Beispiel im Bild vorn übergeneigtes Mädchen nach rechts. Sie sehen, der Anker sagt nicht, was es mit dem zu tun hat. Schlaft es? Ist sie betrübt? Ist sie krank? Trauert sie? Oder ist es wie früher, ein früherer Besitzer von diesem Bild, wo es meiner Sammlung ist, aber früher hat es jemand anderes gehabt, der hat darunter geschrieben, eine Trinkerin? Fragezeichen. Der Anker hat schon gewusst, warum er das sein lässt. Die Frau vom Anker hat geschrieben, Anker nimmt das Schicksal des Menschen in den Leiden und Widerwärtigkeiten des Erdenlebens sehr, sehr ernst. Das hat die Mutter, also die Frau vom Anker, der Tochter geschrieben. Er malt den Menschen, der die Härte des Lebens besteht. Er verkündet nicht das Ideal eines von Arbeit, Mühsal, Entsagung, Schmerz und Leid befreiten Lebens, sondern die Wirklichkeit. Und so ist es auch. Er malt aber die Hoffnung, dass der Mensch das besteht. Das darf ja am Jahresende hervorgehoben werden. Und wo er es gemalt, Vervollständigkeit, hat er geschrieben, ich wollte gerade darunter schreiben, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Aber er hat auch Sinn gehabt für die Schöne und für die Fülle vom Leben. Schauen Sie das berühmte Bild an, der Knabe im Heu. Wunderbares Bild. Auch künstlerisch, Steller, Gott helf, nicht illustrierst. Der Beste, der das macht. Und der Anker hat leider nachgegeben. Und ist dran an. Und darum war er vielmal im Memmental, während der Woche jedes Jahr. Er zeichnet dieses Garn, die Hügel, Baumkronen, Inneres und Äußeres der Häuser, die Leute und so weiter. Aber er hat immer gemerkt, ich bin im Gotthelf nicht gewachsen. Er hat einmal eine Frau geschrieben, was soll ich eigentlich anfangen mit diesem Goliath von Lützelflü? Der Anker war ein Ölmaler, aber hat es wieder mit dem Gotthelf mit den Menschen zu tun gehabt. Das Porträt steht in meiner Sammlung im Vordergrund. Bildnis eines Mädchens zum Beispiel. Schauen Sie ihn gut an. Der Mensch steht im Vordergrund. Das Mädchen hat keinen Namen. Am Anker seine Kinder, die er malt, auch seine Erwachsenen, haben keinen Namen. Er hat schon gewusst, warum. Er hat gesagt, die würde ich nicht, weil sie einen Namen haben, sondern die würde ich als Mensch, das ist gleich, weil die heissen. Bildnis eines Mädchens. Der Anker hat interessiert das, was der Mensch nicht dafür kann, dass er etwas ist. Das ist ja das meiste. Wer kann das Mädchen etwas dafür, dass es geboren ist? Hat das etwas dafür, dass es so ausgewachsen ist? Hat das etwas dafür, dass es so schön ist? Der Mensch steht im Vordergrund. Auch der Anker war wie der Gotthelf ein Realist. Darum sind die Leute, die den Anker anschauen, sie haben draussen dann eine Möglichkeit, das Originalwerk vom Anker anzuschauen. Die sind immer ergriffen und betroffen von der Schönheit. Der Anker hat gesagt, ich zeige die Realität, weil der Mensch ist nämlich in Wirklichkeit nie verloren. Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Und ich zeige euch, wie der Mensch ist, ohne dass er etwas dafür hat.
erlebe ja oft, dass mir Seeländer schreiben, sie glauben, dass ich sieben mal sieben Bild, wo heisst Mädchen mit Halskraus oder strickendes Mädchen, das war meine Urgroßmutter, die wahrscheinlich dort Modell gesessen ist. Dann sage ich immer, wissen Sie, der Anker hat schon gewusst, wo man keinen Namen angeschrieben hat. Und der Maler hat man wollen, er malt aber die Hoffnung, dass der Mensch das besteht. Das darf ja am Jahresende hervorgehoben werden. Und als er es gemalt, vor Vollständigkeit, hat er geschrieben, ich wollte gerade darunter schreiben, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Aber er hat auch Sinn gehabt für die Schöne und für die Fülle vom Leben. Schauen Sie das berühmte Bild an, der Knabe im Heu. Wunderbares Bild. Auch künstlerisch, handwerklich, auch in der Farbe. Er liegt aber auf dem Heu. Heu ist ja von dort das Gras. Und er liegt auf dem Heu. Schauen Sie, wenn er den Arm selbstbewusst ins Leben rausstreckt. Schauen Sie die Farbkombinationen. Aber wenn Sie es lang anschauen, schauen Sie mal den linken Arm an. Mit dem ist etwas los. Ist der Arm abgestorben? Oder nicht? Das ist bewusst vom Anker immer zeigen. Pracht und Grossartigkeit ist da. Zu ziemlicher Sicherheit ist der Bub im Verlied. Aber siehe, die Welt ist nicht verdammt. Ist doch wunderbar. Und da kommt ein Journalist, der sagt, ja, der hat nur so Bilder gefallen, von den Leuten gefällt. Oh, wenn doch jeder Schreiberling auch müsste in die Schule. Meine Damen und Herren, aber der Anker hat nicht nur das Lebensgefühl wie in diesem wunderbaren Bild da, zeig es nochmal geschwind da vom Bub im Heu. Nicht nur die Pracht hat er gemalt. Er hat auch gewusst, zum Leben gehört der Tod, zum Freude gehört das Leid. Er hat kranke Leute gemalt, wie zum Beispiel das Bild krankes Mädchen, ein Kind mit sehr hohem Fieber. Und todesmal hat ein Kind mit hohem Fieber in der aller Regel geheißen, es stirbt. Das ist nicht wie heute, wo man so viele Mittel hat, wo es sowieso recht rauskommt. Es kann wieder gesund werden, aber es kann auch sterben. Auch das hat der Anker nicht ausklammert. Er hat aber gewusst, es kann auch gesund werden. Darum hat er auch die Genesenden gemalt. Da, das Mädchen, ist die Genesende. Es wird gesund. Schaut den Kleinen an, wo er nur schaut, sind das Bild Kind, das bereits mit der Babystube spielen kann. Im Bett. Man merkt, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Auch erwachsene Leute hat er gemalt, die gesund werden. Wunderbares Bild, sondern eine Verheißung. Und wirst du dein Brot essen? Das hat der Anker wunderbar dargestellt. Eben auch im Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Schauen Sie das Aquarellbildli. Mädchen mit rotem Schultertuch und Brotleib. Das ist ein Aquarell. Das Kind in der Winterlandschaft mit dem Vierpfünder. Zu gross eigentlich für so schwer zum Heimtragen. Kein Händchen, es friert. Also musst du in der Mühsal. Aber, wenn Sie mal schauen, wie der Anker die Verheißung malt, wirst du dein Brot essen. Das ist doch ein wunderbares Bild. Das können Sie auch aufhängen und ewig anschauen. Da wird Ihnen nie langweilig, weil das ist so eine tiefe Verheißung. Oder hat es auch für einen Bub gemacht. Vom Dorfplatz von Ins ist das, auch im Winter. Zum Brot kommt jetzt noch die Milch. Merken Sie, wie das dazukommt? Die Jugend, die Arbeit, die Verheißung, beim Gotthelf wie beim Anker, klarer sichtbar. Und beide sind aber Realisten. Sie sehen jetzt da aussen ein paar Bilder.
Ich habe extra die genommen mit Kind. Zum Beispiel zwei Kinder in der Winterlandschaft. Da geht es noch drüber aus. Vom Brot, von der Milch. Dann kommen wir vom Posten. Schauen Sie es auch draußen an, die Kleider. Vernachlässigt, schon fast verwahrlost. Aber schauen Sie die Zuversicht von diesen Kindern an. Das ist ein tröstliches Bild. Das heisst, lebt die Kommissionär. Der Anker ist ja in Neuenburg aufgewachsen. Nach zwei Jahren, bis er nachher wieder zurück nach Ins ist, weil der Vater ist dort der Tierarzt gewesen. Darum hat er viele Bilder in Französisch angeschrieben. Er hat auch französische Briefe geschrieben. Oder schauen Sie an, wenn es um die Schule geht, bei manchem Brustbild eines Knaben mit Bauch. Sehen Sie auch draußen. Schauen Sie dann die Ecken an, schauen Sie den Bub seine Fingernägel an, den schwarzen Rändchen aus der Erde. Schauen Sie auch an, wo die hinschauen. Der Anker hat den Zwiespalt vom Kind und vom sich müssen mit dem Buch beschäftigen schon gekannt, aber wunderbar dargestellt. Schauen Sie an, auch draussen, strickendes Mädchen, Öl auf Leinwand. Der Anker hat das Kind gern gezeichnet, bis sie sich beschäftigt. Und dann hat er angefangen, Wasserfarbe zu malen. Aquarell. Und hat es in einer Meisterschaft hergebracht, wo man heute muss sagen, das klingt jetzt ein bisschen makaber, zum Glück hat er einen Hirnschlag gehabt. Sonst hätte er gar nie Aquarell gemalt. Hätte die Meisterschaft mit angebracht. Wasserfarbe ist ja viel schwerer als Öl. Weil Öl können Sie immer wieder drüber malen. Beim Hotel habe ich ein Bild, da hat etwa vier, fünf Frauen übereinander. Zuerst war sie zu lang, dann hat er sie kürzer gemacht, dann dicker und so weiter. Das kannst du machen mit Öl. Aquarell ist fertig. Man kann es auch nicht restaurieren. Aber hat er gesagt, ich kann malen, weil es leicht ist. Und hat Aquarell gemalt und er hat es zu einer unglaublichen Meisterschaft gebracht. Schauen Sie das Kind, das Bild an. Kartoffel, schälendes Mädchen. Das Bild gibt es auch ähnlich in Öl. Mir gefällt das Aquarell besser, feiner, der Lichteinfall. Das Bild sehen Sie dort draussen im Original. Wenn Sie schauen, wird er natürlich noch viel schöner. Wenn ich sage, man muss eine froh sein, hat er den Hirnschlag gehabt, das passt auch zum Anker. Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Auch der Hirnschlag hat eben etwas gut gehabt. Der Anker und der Gotthelf haben eine Parallele gehabt, nämlich sie haben die Arbeit und der Mensch sehr, sehr tief verfasst. Die Bedeutung der Arbeit im Positiven, Negativen, allem, haben sie erfasst. Die Arbeit war mehr als nur einfache Beschäftigung. Es ist Lebensinhalt bei beiden und Lebensvoraussetzung. Und für sie ist die biblische Verheißung im Vordergrund gestanden. Sowohl beim Gotthelf wie beim Anker. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Vor allem wirst du dein Brot essen. Wenn du das Wort theologisch falsch in dem Moralismus, wo natürlich die Bibel steckt, immer wieder missbraucht. Ich habe das untersuchen lassen. Ich komme aus einer Theologenfamilie, da habe ich Pfarrer, die Hebräisch können. Da habe ich gesagt, könnt ihr mal diese hebräische Übersetzung nehmen. Und tatsächlich, es heisst nicht quasi nur im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Es heisst auch nicht im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot. Die Anker auf dem Totenbett. Da hat es jetzt einen Namen bei seinem eigenen Kind, hat er den Namen auch nicht tun. Schauen Sie mal das Bild an. Der Tod hat den Anker so geplagt, dass er ein ganzes Jahr nicht mehr malen konnte. Das hat bei dem Maler etwas geheißen, wo ja vom Morgen bis zur Nacht nur gemalt hat. Seine Frau hat geschumpft. Sie hat ihn einfach nie zum Atelier ausgebracht. Das Einzige, was sie machen konnte, dass er endlich rauskam,
sei, wenn sie ein Kind geschickt hat und auf den Steigen gerufen hat, es gibt Schokolade-Creme, dann sei er sofort gekommen. Und das hat ihn so gemalt. Darum, das mögen Sie jetzt hier nicht sehen, links oben hat er eingekreidet mit einem Stift. Liebe, du liebe, liebe Rudeli. Aber schauen Sie das Bild an. Das Bild ist von einer unerträglichen Schönheit. Alles glänzt, auch das Gesicht. Der Bub ist nicht schlafend, sondern er ist entschlafen. Aber mit dem Ganzen hat man auch das Gefühl, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Ich habe das Bild lange in meinem Studierzimmer aufgehängt. Jetzt habe ich es nicht mehr, weil meine Frau gesagt hat, ich kann nicht mehr herkommen. Das ist furchtbar, immer beelendet mich das, das zweijährige tote Büble. Ich habe Verständnis dafür. Aber es ist ein Todes, aber aufgehoben. Er hat den zweiten Sohn verloren. Der Emil Anker mit einjährig. Auch der hat er eine Bleistiftzeichnung gemacht. Also für die, die sagen, der zeichnet da einfach ein bisschen schönes Licht. Der Anker hat gewusst, die Facetten vom Leben. Und das hat er parallel gehabt mit dem Gotthelf. Oder das kleine Bild, die kleine Freundin. Ein wunderbares Bild. Das ist ein Trauerbesuch. Der Anker hat dargestellt für das, wo man nichts dafür kann. Ihm hat das gefallen. Wie geht jemand um mit dem Tod, der die Mutter verloren hat? Das ist das schwarz angelegte Kind. Der weiss nicht, wie man sich benimmt, wenn jemand stirbt. Das hat einen ehrlichen, direkten Ausdruck. Schauen Sie die Bauchstellung an, typisch von dem Kind. Sie haben es jetzt hier nicht gesehen. Ein bisschen der leere Blick, der Kopf gesenkt. Und dann das Kleine, das ihm geht, kondolieren. Das hat nicht gelernt, wie man kondoliert. Das lügt nicht wie an einer Abdankung. Oder? Das ist das Gegenteil. Die Augen.